so eine komische, keine Ahnung, so ein Lukas, so ein Röhrchen. Sieht super hässlich aus. So aus Wasserröhren gebaut. So eine Menschenfigur. Wir gehen direkt außen nach Alcantara. Geht mal, ich komme. Skanus trinkt jetzt einen Schluck Mango-Orangenwasser. Mango-Orangenwasser, geil. Ja, schön. Ich kann jetzt nie wieder Mango sagen. Ja, ich freue mich schon, das nächste Mal meiner Freundin sagen. Ja, vergiss mal die Mongos nicht mitzunehmen. Achso, mehr musst du so nicht mitbekommen, Skanus. Hast du wenigstens den Mango-Orangenwasser-Spruch mitbekommen? Mehr brauchst du so nicht mitbekommen. Stefan, geh mal schnell runter. Ich hab ein Auto hier. Achso. Ich hätte dich abgeholt. Fahr mal mit drauf. Ich fahre ja, ist ja kein Problem. Weil ich hab uns letztens umgebracht beim Fahren, das war. Safe call. Ah, oh, wisst ihr noch die Fahrt mit dem Tuk-Tuk? Das war witzig. Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh. Warum nicht? Natürlich. Zu viel Wolken, Stefan? Witzig. Bitte? Was? Ich hab's nicht verstanden, Ralf, was du gesagt hast. So, ist okay. Ist nicht richtig. Ah, ein Flugzeug. Ich war da war er betrunken, Skanus. Ich, als ich den Unfall gebaut habe mit dem Auto. Nee, das war glaube ich vormittags, da war ich noch nicht betrunken. Erst mittags. Ah, okay, Stefan. Stefan war betrunken, deshalb kann er sich da nicht dran erinnern. Was? Kann sich oft an Sachen nicht. Kann sich oft nicht an Sachen erinnern, ne? Ja. Warst du deswegen schon mal beim Arzt? Spontaner Erinnerungsverlust? Den habe ich nur, wenn ihr mir spontan auf den Sack geht. Es ist nicht spontan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals irgendjemand auf den Sack gegangen bin. Nicht spontan auf jeden Fall. Genau, wenn ich jemand auf den Sack gehe, ist das schon sehr gewollt. Das Ganze hat gerade geschrieben, nach dem Prinzip wäre sie immer betrunken. Weil sie immer alles vergisst, was man ihr sagt. Ganz witzig. Aber ihr habt nicht so viel mit dir zu tun, deshalb versteht ihr das nicht ganz. Seid froh. Stefan lacht eh nie. Stimmt, Stefan ist der, der niemals lacht. Raff, hier ist ein Crossbow, wenn du einen Erfolg machen willst. Ja, mach ich mit Bots. So, ich würd mir die Mühe machen hier. Wieder zu deinen geilen Ruinen, Raff. Sie. Hey Raff, weißt du, was bei den Ruinen passiert ist? Nein. Hey Schatzi, ich hab ne K. Ah. Ja. Da muss ich sogar lachen. Das war bei den Ruinen. Du Nobeck, du hast die Wäsche noch gar nicht gemacht. Ich schütze dich, ich schütze dich. Und irgendwann, plupp, Raff ist offline. Er mutet er sich nicht mal. Das war der, der sich gemutet hat. Hat der Schatz keine Chance dazu? Das war witzig. Lara hat den Controller schon aus der Hand gerissen. Das wollen wir mal präzisieren, ich bin mit Maraba zusammen, ne? Also. Was? Was? Was bist du zusammen?
Sie ist Araberin. Da wird nicht lang gewachsen. Zack, zack, zack. Das war wirklich so witzig. Hey, Schatzi, ich hab eine Karte, total stolz. Und dann. Boah, du hast die Wäsche noch nicht gemacht. Keiner Nobik. Irgendwann offline gewesen. Da kommt irgendwann die Nachricht. Sorry, Jungs, ich musste weg. So, jetzt einfach das Gespräch nicht mitbekommen. Aber ein was Gutes hat. Doch. Sie will ihn ja trotzdem heiraten. Sie weiß ja, dass ich schon nur back bin. Ist ja so. Ja, Skanus kann das übrigens nachführen. Sie ist halb Tunesierin. Ah, ja, dann weiß ich ja. Mit dem an die Decke gehen. Ja, ratzfass geht halb das. Halb Tunesierin und voll Zwerg, was? Was? Lukas, voll warum Mango, sagst du das? Mango. Ich musste auch immer bremsen, wenn wir irgendwo was kaufen wollen. Die muss immer am Preis falschen, ne? Die kann nichts dafür. Das ist aber wirklich kulturell bedingt. Ich habe noch einen Vierer gefunden. Ja, sie will es eigentlich nicht, aber sie kann nicht dafür. Sie es geht nicht anders. Da musst du mal mit ihr auf den Polenmarkt gehen, ey, da hat's aber Spaß. Was ist ein Polenmarkt? Habe ich das schon gesagt? Markt auf Polenmarkt sind. An der polnischen, an der Grenze. Ich will mir keinen Polen kaufen, Mann. Was ist denn schön mit Polen? Ach. Hier, guter Pole, gut Pole, fleißig, sieh. Ja, vom Vorder die Stunde. Immer direkt palavern, oh ja, das kenne ich. Putzi putzi machen. Alles in Ordnung. Alles bestens. Nix weg, alles nur aufgeräumt. Ja, Stefan bereut, glaube ich, gerade, dass er mich eben eingeladen hat in die Party. Warum seid ihr so rassistisch? Was? Ich lache über jeden. Mein Humor ist demokratisch, ich lache auch über alles und jeden. Es wäre rassistisch, wenn ich nicht über die Polen lachen würde. So. Nee, das wäre diskriminierend. Ja, rassistisch. Diskussionen schaukeln sich immer hoch, bis dann das Wort gefallen ist, also. Können wir auch gleich da aufhören. Ja, safe call. Jungs, ich hab Viererskopfzwasch. Ich bin ja kein Nazi, aber. Safe call. Ist auch so, ey. Laber nicht, sag doch, dass du sympathisierst und dann ist gut. Muss dich nicht rechtfertigen. Denk mal, das sind den drei Geräte. Ich hab noch zwei Führers gehabt, hab ich das schon erzählt? Ach, dann kann ich meins ja wegwerfen. Dann, ich hab noch einen Charlie, ich hab noch einen Charlie AR, hab ich das schon erwähnt? Ich hab schon einen. Ja. Ach, Stefan. Ja, mit mir. Ich hab einen Mini. Also kann ich das Führers wegwerfen, was ich noch habe? Ja, ich mach's mal weg. Ja. Ich hab noch eins. Auch, ich hab eins. Warum ist hier keiner? Was ist? Wollen wir mal. Geh mal zum Polenmarkt, hol mal einen Polen mit. Der braucht den Turn, wenn du so brauchst. Nein, ich meine damit Märkte an der Grenze. Halt. Die Türbauabteilung. Da sind wir immer gewesen früher. Was denn? Ich wohne nicht in der Nähe der polnischen Grenze. Was ist denn besonders auf dem polnischen Markt? Sie handeln auch gerne. Ging ja darum, das Handeln. Nein, das ist falsch. Ist halt einfach, also früher, ja, ich glaube, heutzutage ist das auch nicht mehr so, aber damals, wo ich noch Kind war, sind wir da halt öfter hingefahren. Ja. Was einkaufen. Also ist das noch gar nicht so lange her, du bist ja noch ganz jung. Ja. Frischer Boy. Eine Frau wäre das Kompliment besser. Hätte mich dich hier abholen, ne? Ah, nice. Stefan ist in der Zone. Extra schön gewartet.
Hast du dir da auch einen Böller gekauft? Nee, sowas haben wir nicht geholt. Ach, meistens war da ein bisschen nicht irgendwelche Nähe. Da war es noch ein bisschen strenger. Da, ach, meistens irgendwelche. Weiß ich gar nicht, was haben meine Eltern damals mal gekauft? Wodka. Vorher nicht ein Wodka. Da gibt es irgendwelche billige Markenkleider, die halt aus Deutschland kommen, weil sie geklaut sind. Billige? Nee, die sind nicht billig, weil sie geklaut sind, sondern noch billiger, weil sie gefaked sind. Okay, hier ist gut. Ich wollte dir eh packen. Nike ohne I oder was? Ja, anstatt Adidas, Odlidos oder irgendwie sowas halt. Ja. Ah, Odidas, okay, kenn ich. Oder wenn du Musik oder Musik-CDs, das waren halt alles gebrannte Dinger, schwarz gebrannt, also. Nice. Kopierte Sachen und sowas. Polenmarkt halt, deshalb habe ich das so einfach gesagt. Billige Zigaretten, billig tanken. Wenn du nicht weit von der Grenze weg gewohnt hast, bist du da öfter hingefahren. Ja, sag mir das nicht, ich wohne in Luxemburg. So, dass hier in Deutschland. In Deutschland Sachen kaufen, bestimmte Sachen kaufen geht. Jeder kommt nach Luxemburg, ja, und kann Zigaretten holen. Ja. Genau, und ja. Das. Und ja, im Grunde ist es ja genauso. Oder ein Puff, was? Was? Nee, Stripclubs sind in Luxemburg teuer, kann ich aus Erfahrung sprechen. Safe Call, da kann man die Kreditkarte nein sagen. Da die auch, ich meine auch die Sprite. Ich meine ja auch die polnische. Alter. So. Achso. Ach schon, mein Vater hat von dem, Ausflug erzählt. Da sagt man einfach, oh ja, ich kenne den Besitzer. Ich habe mit dem Fußball gespielt. Ich glaube, alle Besitzer, ne? Ja, das ist auch meine... Besitzer von FN9, ne? Keine Ahnung. Kann das sein? Der hat sich irgendwo viel rumgetrieben, als er jünger war. Ja, wir wissen wohl, in welchem Spiel der sich rumgetrieben hat. Und was für eine Rauchgranate, Stefan. Ah, mit FN99 da. Wenn ihr mal hier seid, dann sag ich dir so, soll mitkommen. Und gemein trinken mit den Spielen. Spielen. Bisschen Französisch reden. Ist, no? Vielleicht ist auch Jeff da mittlerweile bei F91. Der schießt hier. Ich hab nicht geschossen. Was? Hier sind 3 Fünferwaffen. Ne, 2 Fünferwaffen auf dem Packs, falls jemand Fünfermuni braucht. Ich hab schon zu viel vom Fünfer. Fünfer. Ich bin links auf dem Berg. Ja, ich komm mit dir. Stefan läuft, glaube ich, eh lieber alleine rum. Wollt die Halle noch looten? Ja. Oh, noch Zeugs? Ach so, ich hab ja noch den. Du wolltest auch den Charlie haben, Raff. Warte mal, ich komm zu dir. Will ja jetzt einer das Vierer haben, schon mal ein Vierer-Scope, Jungs. Oh, ich hab doch eins, hab ich gesagt. Du willst noch den Charlie haben, oder? Kann ich den wegschmeißen? Ich hab keine MP dabei, Straff, sonst würde ich viel auf meine MP schauen. Ich hab noch ein taktisches Lager, falls es jemand braucht. Taktisches Schaft. Ein Schlager. Nee, ich brauch noch ein Griff und ein Kompi am besten für AR. Griff brauch ich auch noch. Und wenn es geht, noch ein erweitertes AR-Magazin, aber ansonsten. Hatte ich vorhin, aber hab ich weggeschmissen. Das ist nur die Distanz, war so ein rotes. Was hast du denn für geile rote Schuhe an, ne? Ja, ich bin selbst, dann war er ja jetzt. Wieder eingeschlafen. Was ist mit Skarnut? Ihr könnt ruhig. Ich hab gefragt, ob die eingeschlafen ist oder ob die noch da ist, aber ihr könnt ruhig weiter. Das ist eine 3, was denn heißt? Ihr könnt ruhig weiter reden. Nö, kein Lust zu reden. Oder arbeitest du noch an Andresen 45? Also an ihrem Gesicht. Ernsthaft, bist du echt eingepennt? Die labert bestimmt. Wobei. Müsstest du nicht langsam deine 12 Stunden Schlaf pro Tag abgearbeitet haben? Dann ist ja schon der neue Tag. Okay. Lololo, wo sind die Gegners? Schieß auf Gegners?
Naja, ich hab auf die Reifen geschossen. So hast du das gemacht. Was denn? Hab ich viel Push? Ne, ich hab nicht so viel Push, sonst wäre ich da mal reingelaufen. Oh, hier unten ist ja noch Heyloot. Warst du da schon drin? Nee. Ich dachte, du brauchst jetzt noch irgendwas. Jetzt kommt eh die Zone. Egal. Ja, mich auch 12H. Ich hab dich da eben auch schon dran erinnert, aber hast du natürlich wieder nicht auf mich gehört. Was? Ey, das, ich hab meine Pfanne doch nicht gerade, du Affe, das weiß ich nicht. Du musst sie auf Stefan schmeißen. Was? Muss man das für Elefanten haben. Was? Ich hab mir so eine Tasche geschoben. Du hast selbst Schultraft gerade. Warum hast du den Stefan dir auf die Nuss gehauen? Dann? Ja, weil du mich abgeworfen hast. Wie, meine Wäsche ist kaputt. Ich hab nichts getan. Hast du meine Wäsche kaputt gemacht? Echt, ja. Dalekin. Komm her. Mann, leg die Weste hin, ich geb dir meine. Nee. Triffst doch eh du musst nicht. Mich nachher, du musst mich nachher auf jeden Preis, um jeden Preis wiederholen, wenn ich down bin. Preis ist heiß, oder was? Okay, wir. 3, 2, Lukas, zähl 3, 2 uns runter und wir müssen schießen, Stefan und ich. 3, 2 runter. Was? Ja, komm, Alter. Glaubst du, Stefan hier? Nobel. Pack die Pfanne ein, ey. Hier ist noch ein Daumengriff. Ach, nee, wir fangen. Aber ich flieg ja nicht so weit. Ich hab leider nicht genügend Platz für die Pfanne, sonst hätte ich hier die weggenommen. Hättest du nach dem Unterricht wiederbekommen. Wir müssen laufen. Ah. Dann lacht er mit Zimtkanister. Boah, ich hab irgendwie Lust, dir das in der Hand wegzuschießen. Geht ich das? Hab den gerade nach Raff geworfen. Nimm den mal wieder in die Hand. Den Kanister. Was? Nee, der ist gerade schon explodiert. Ja. Warum schießt du? Gehen wir überhaupt hin? Den Berg wahrscheinlich, ne? Berg rüft. Durchs Heyloot, oder? Jetzt, der Zug war gerade sehr genüsslich bei Raff. Sieh. Boah, hier, ne? Hier war mal 4 gegen 1 in der Endzone. Du hast es verkackt, ja. Dabei. Da alle Idioten wie blöd auf den Typen, der hier im Gebäude gechillt hat, draufgelaufen, ne? Einen nach dem anderen hat der weggeholt. Dann war ich am Ende alleine gegen den, ja, hab ich das so erinnert. Das ist verkackt, ja. Das war so wow, ja, schäm dich. Ich kotze an die Zeit von Rainbow. Das war das verkackteste Ding eigentlich, echt. Ja, das war wirklich richtig verkackt. Das tat doch weh. Was war Nummer 1 der verkackteste? Sonst in die ganzen Runden, die Raff versortet. Oh, wir können ja noch Krater looten. Raff ist der erste, der Solo-Dinner geholt hat von uns. Ich habe mittlerweile 13 Solo-Dinner oder sowas, gar nichts Besonderes mehr. Ich habe 20, aber ich kann euch leider die Statistik nicht zeigen. Hast denn so einen Bug wie Franz, ne? Das ist nicht so ein Fick. Och Mensch, Raff! Lass mir doch mal die Freude.
Aber hat's versucht, ne? Muss man ihm lassen. Ja, der hat, glaube ich, 200 Spiele oder sowas in Solo und hat kein einziges. Wir haben ernst, wir alle zusammen. Der hat alle unsere Spiele, Solo-Spiele zusammengerechnet, mal 5, dann kommt er in etwa auf das, was. Auf die Zahl, die der an Solo-Spielen gespielt hat. Trotzdem hat er keinen Sinn. Warum magst du schon auf Franz rum? Weiß nicht. Das verstehe ich nicht. Witzig. Ist doch schön, wenn jemand scheiße ist in dem Game. Ja, ja. Deshalb spiele ich auch so viel mit dir, auf was? Ja. Das ist eine Runde Worms, muss man einfach nur mit mir zocken. Safe-Core. Rocket League, da habe ich auch meine Momente. Oh ja. Oh, wir können ja gleich noch eine Runde Rocket spielen, ich habe schon lange nicht mehr gezockt. Boah, ne. Die Server sind bei mir momentan immer richtig kacke bei dem Spiel. Ich geht's ja jetzt wieder. Hat sie eben gesagt, dass ich ihn probiert habe zu spielen. Ich habe heute Morgen schon probiert, da bin ich noch nicht mal ins Spiel reingekommen. Mit dem bin ich ins Spiel reingekommen und dann hatte ich halt die ganze Zeit Dauerleck, 200er Ping. Aber ich habe ein Tor geschossen. Cheater. Ja, ich bin einfach nur in den Ball reingeleckt. Ich hätte ihn auf beinahe gegen den Pfosten gehauen, also. Jo, Rafa hat auch gar nicht gespielt. Was? 34 noch am Leben. Oh, bei den Schüsseln da gucken, ein bisschen links. Was? Was? Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Wir sind ein paar Schüsse. Links gucken. Keine Schüsse gehört. Können wir machen. Dann komm mal ran. Dann geh du mal vor. Ich geh vor. Mal gucken. Nur mal kurz gucken. Ein kleiner Headshot einfangen, so. Ja, guck mal. Jetzt höre ich die Schüsse auch. Alter, das ist ja eine coole Kuhle hier. Wo ist die Schuss? Ja, kein lang. Also den Schuss, den da unten. Lang. Eigentlich haben wir Raffenschild einfach gegeben, Lukas. Geschossen. Von links irgendwo, war? Ja, vom anderen Berg. Ja, steht genau, oben. Ist eigentlich schlecht, weil ich wollte eigentlich hier liegen, damit ich keiner aus sieht. Ist das da in der Zone, wo die Typen sind, die mich beschießen? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Sag, der Sack hat doch getroffen, ne? Seine Hoch. Trefft da bin ich. Scheiße, was ist das Lautstärke-Rädchen, ey? Da. Hol mal ein bisschen Sound hier. Verfall dich mal. Jo. Gegenüber getroffen. Es ist nicht in der Zone. Ja, rechts von uns oben auf dem Berg. Links von uns. Auf 160. Links. 160 ist was? Hier über uns oder was? Über mir? Jo. Gleich den Berg weiter. Ich habe auf die Typen ja Richtung Helm also, die müssen jetzt rüberkommen. Ich habe die ganze Zeit Richtung Pott zugeguckt. Ich habe dann nichts laufen sehen, aber es war noch ein bisschen was in der Zone. Also, muss nichts heißen. Könnte natürlich was sein. Also, vorm Berg und dann rechts am Berg entlang ist auch gleich was. Also, ich habe hier was beschossen. Nein. In die Richtung. Da wird jetzt was sein, wo ich markiert habe. Komm erstmal zu euch rum. Lebt noch beachtlich viel für die Scheißzone. Mhm. Wird jetzt auch sehr schnell gehen. Guck dir die Scheißzone mal an, ey.
Fährt noch was. Ich weiß auch nicht, ob wir hier auf dem Berg Deckung haben. Es könnte sein, dass wir ins Feld müssen. Es ist hier, glaube ich, eine Kuhle, wo man durch kann jetzt, ne? Ja. Hier werden jetzt bestimmt gleich Gegner kommen. Hattet ihr ja schon Typen hier am Berg entlang gesehen. Unten läuft was auf 205 bei der Halle, Richtung Halle. Sandweg, zwei Stück. Ziehen sich aber wieder zurück. Also über mir ist noch was. Die werden jetzt hier gleich durch diese Kuhle kommen, wo ich bin. Aber Raff geht runter, wir können auch schon direkt runter gehen und uns positionieren. Hier oben ist nicht so heftige Deckung. Stefan, ich laufe gerade, ne? Ja. Ah, da ganz hinten auf 200 drauf, da ist eine Rauchgranate, da habe ich was. Ja, die auf den auf zwei auf Boys, auf 125 sind zwei Boys. Ah, okay. Auf die da hinten bei der Rauchgranate habe ich geschossen, den hätte ich zweimal getroffen. Wir müssen aber auf jeden Fall nach hinten aufpassen hier, Richtung 90. Links ist auch noch eine Rauchgranate, 120. Oben auf dem Berg kommen die Typen jetzt. Also 65, da habe ich gerade einen gesehen. Aber wo die Rauchgranate ist, oder? Nee, in dieser Kuhle da, zwischen den zwei Bergen. Jo, ich sehe den wieder oben. In der Zone. Ich muss nachladen. Einer ist vor uns auf 145 hinter den Heuballen. Du siehst hier noch was links von uns drauf? Nee, war. Links habe ich nichts mehr gesehen. Ich habe ihn gedownt, nice. In der Zone allerdings, oben beim Berg, bei den zwei Bergen da. Da der nur gedownt ist, lebt da noch was. Wo ungefähr? Sag mir mal die Richtung. Gedaunt. 65 in der, außerhalb der ist tot. Die sind mittlerweile alle tot. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, so wie die in der Zone sind. Ein bisschen Warnes rein. Auf 120 bei Baum. Wird down geschossen. Ach, du läufst hier bei mir. Geh mal rechts rum zu dem Traktor, Lukas. Im Heuballen sitzt einer. Hab einen down beim Heuballen? Ah, der hat doch nicht mal viel, der Typ. Da ist noch einer beim Heuballen. Ey, der hat 4 Hits kassiert, der Typ. Geht der auch irgendwann mal tot? Beim Heuballen 85 auf dem Berg. Getötet. Ah, ich sehe ihn am Baum. Alter! Was? Lass ihn. 6 Hits gebraucht, der Typ. So, ich glaube, links auf dem Berg ist cool. Ist aber kein Safe Call. Gebäude sind bestimmt noch giftig. Ich probiere zu laufen. Der Typ, den du im Feld gesehen hast, Raff, ist tot? Ja. Links müsste alles tot sein am Heuballen. Beim Gebäude sind Explosionen. Am Traktor hier bin ich drin. Ja, Gebäude. Kämpfen noch zwei Boys. Drei Gegner. Ich sehe aber, einer stirbt jetzt noch durch die Zone, denke ich. Ja, die sterben alle, glaube ich, durch die Zone. Guck mal, wie weit die noch weg sind. Ja. Ja. Nice. Easy. Ach, willst du deine Pfanne zurück? Ich hab meine Pfanne. Das hast du mir ja nicht geholt. Stimmt. Ich hab 2 Kills. Ein Kill. Klar, dass Garnus bei dem Dinner jetzt wieder war. Aber von unserer Seite kam gar keiner weiter. Also, ich hab ein paar Trefferpunkte gemacht und die waren alle da unten. Also, die meisten Typen, die ich mal gesehen habe, sind dann am Ende wirklich durch die Zone gestorben. Ja. Dann haben die sich darauf konzentriert, auf das Kämpfen irgendwie. Ich meine, lustig. Ja.
Das war auch gut, dass wir zeitig genug ins Feld gegangen sind. War da eigentlich eine gute Position, da keiner hinter uns und seitlich von uns war. Konnte man da in Ruhe, wir haben auch die ganze Zeit durchgeballert. Ja, wir hatten... Hat keinen interessiert. Wir hatten Raff hinter uns, war auch... Hat echt keinen interessiert. Dann. Easy. So. Raff muss. Welche Map brauchen wir wieder für ein Dinner, Miramar? Safe Call. Ach, und wer hat übrigens die Calls gegeben in der Runde? Moa. Was, hab nichts gehört. Hm?